Erinnert ihr euch noch an meine Altbier-Serie? Da habe ich euch eine Brauerei vorgestellt, die hat den Titel älteste Altbier-Brauerei der Welt. Von der gibt es heute was Neues. Kein Altbier. Was sonst? Das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr da geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und mit mir ein Bier aus Deutschland mal wieder verkostet. Und an der Stelle geht erstmal ein fetter Dank raus an den Oliver, der mir diese Flasche und noch ein paar andere geschickt hat. Er hat mir geschrieben, dass es Zeit wäre, auch mal andere Biere von dieser Brauerei zu verkosten. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gerne mit dabei. Und es sind auch Sachen dabei, die ich noch nicht gekostet habe. Das Altbier von denen hatte ich schon, denn älteste Altbierbrauerei der Welt, das muss natürlich hier auf den Kanal. Aber es habe ich ja auch damals im Video schon gesagt, dass die Brauerei Bolton auch andere Biere braut, unter anderem eben ein helles. Und selbiges habe ich jetzt hier. Die Brauerei, wie gesagt, älteste Altbierbrauerei der Welt, über 750 Jahre. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Und wie gesagt, auch ein durchaus spannendes Sortiment. Ich bin in der Vorbereitung zu diesem Video nochmal über deren Webseite gegangen und habe mich echt gefreut, was da noch so alles sonst am Start ist, außer Altbier. Und das Helle, glaube ich, ist mal ein ganz guter Start in diese Welt rein. Kommt noch was anderes, aber das Helle, glaube ich, ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, wir können kurz über die Zutaten reden. Wasser, Gersten, Malz und Hopfenextrakt. Also gar kein normaler Hopfen, okay. Das wird dann irgendwie halt so sein, dass das eingestellt worden ist. Man betont nochmal das Reinheitsgebot, das finde ich sehr ordentlich. 4,9 Volumenprozent Alkohol und das war es dann auch schon an Informationen. Lasst uns doch mal schnell schauen, was wir sonst so finden. Nö, das war es dann, glaube ich. Dann würde ich sagen, geben wir diesem Plopp-Verschluss mal an den Kragen. Oh, hey. Ah, hat nicht geploppt, aber gut, kann ich immer sein. Aber grüner Dichtring. Ah, das ist schon. Man nimmt das ernst und ich habe das auch ernst genommen, wie man sieht. Unbewusst ein grünes T-Shirt angezogen und bewusst hinten das grüne Licht eingeschaltet. Also insofern heute ein grüner Tag und grün ist zum Glück nicht das Bier. Wir haben ja auch nicht St. Patrick's Day. Eine schöne, kräftige, goldene Farbe. Ein, ja, nicht zu intensiver, aber gut am Glas hängender Schaum. Wenig Kohlensäure in dem ansonsten, wie gesagt, glanzfeinen Bier. Schau, was die Nase sagt. Ah ja, das geht eher in eine so getreidig, strohige Richtung. Malzig, leicht süßlich auch. Ja, dann würde ich sagen, Zeit für den ersten Schluck. Seid zum Wohl. Cheers. Oh. Also, was erstmal überrascht, relativ intensiver, grasiger Hopfen. Zumindest Hopfeneindruck. Das überrascht deshalb ein bisschen, weil A, war die Nase ein bisschen anders und B, wenn Hopfenextrakt alleine drin ist, dann hat man so das Gefühl, ja gut, der wird zur bitteren Einstellen benutzt, aber der Hopfen spielt jetzt nicht so die erste Geige, aber Hallihallo. Bittere an sich ist eher so im milden Bereich. Das liegt natürlich auch daran, dass eben das, was ich angesprochen habe, hier ein bisschen steuernd eingreift. Also mittlere Süße noch, aber eben getreidig, strohig. Insgesamt einfach schön leicht im Mund. Es ist auch schön balanciert. Nicht zu allzu viel Würze im Hintergrund und auch nicht zu vollmundig. Wie gesagt, das läuft einfach richtig gut. Soll auch wie ein helles sein. Und vom Körper her tatsächlich eher im schlankeren Bereich angesiedelt. Mittlere Kohlensäure. Und eine glatte, super süffige Textur. Der Nachtrunk, das hat sich jetzt schon so ein bisschen angekündigt. Sehr grasiger Hopfen wieder. Wird aber deutlich, deutlich trockener. Also es fängt richtig an, trocken zu werden. Die Bittere wird gar nicht so viel stärker dadurch, aber man merkt einfach, dass es sehr viel trockener wird. Dafür nimmt das Getreidige halt deutlich ab. Auch das ist natürlich ein Grund dafür, dass der trockene Eindruck entsteht. Und was aber sehr prägnant ist, und das war eben das, was ich sagen wollte, dass es im Mittelteil schon anfängt, eine deutliche Herbe, die jetzt hinten in den Nachtrunk kommt. Ich würde sagen,
Das ist auch nicht so das allertypischste Helle, was ich so in meinem Leben getrunken habe. Gerade ob dieser Herbe hinten im Nachdruck. Aber ich finde es auch nicht das Allerschlechteste und bin mir ziemlich sicher, dass dieses Bier seine Liebhaber haben wird. Und deshalb gibt es für das Bolton Helles aus Koschenbruch von Probierte Form gibt es dafür 3,5 Punkte für das Helle aus der ältesten Altbierbrauerei der Welt, nämlich Bolton. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sagt danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Der schnellste Weg ist damit, ein Abo zu lösen. Und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Danke dafür und wir sehen uns bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.